Google Kamera für Realme GT Neo 6. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid bei guter Gesundheit und in den glücklichsten Tagen habe ich ein neues Video mit euch, nämlich die Google Kamera für Realme GT Neo 6. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue zu erhalten. Lassen Sie uns nun der Erklärung folgen. Laden Sie Google Kamera für Realme GT Neo 6 herunter und genießen Sie eine außergewöhnlich gute Kameraqualität mit guter Key-Software-Unterstützung. In diesem Video erhalten Sie Google Kamera für Realme GT Neo 6, das die allgemeine Kameraqualität Ihres Realme-Telefons weiter verbessert und eine Vielzahl von Funktionen bietet. All dies zusammen sorgt für ein erstaunliches Aufnahmeerlebnis und liefert hochwertige Details bei angemessener Leistung. Da wir alle wissen, dass Geräte insbesondere bei Verwendung der nativen Kamera-App oft nicht die richtige Qualität liefern, sind gleichzeitig auch Smartphone-Hersteller für schlechtere Ergebnisse verantwortlich. Diese Probleme können jedoch mit der neuesten Realme G-Cam-Portierung behoben werden. Den meisten Technologieanwendern ist dieser Begriff bekannt, aber wenn Sie zum ersten Mal davon hören, teilen Sie uns die notwendigen Details mit. Was ist G-Cam APK oder Google Kamera? Die erste Google Kamera App kam etwa 2014 mit dem Nexus-Telefon auf den Markt. Es verfügt über mehrere einwandfreie Modi wie Porträt, HDR-Kontrast, richtigen Nachtmodus und so weiter. Diese Funktionen waren ihrer Zeit voraus. Vergessen wir nicht, dass Nexus und Pixel-Telefone aufgrund ihrer hohen Kameraqualität viele Jahre lang den Markt dominierten. Derzeit gibt es nicht viele alternative Smartphone-Optionen, die die gleiche Qualität bieten. Mit Ausnahme der Flaggschiff-Telefone. Einfach ausgedrückt ist die Google Kamera-App für Android, auch bekannt als G-Cam APK, eine spezielle Software, die entwickelt wurde, um die Farben, den Kontrast und die Sättigung von Bildern mit Hilfe fortschrittlicher Key zu verbessern. Im Allgemeinen finden Sie diese Kamera-Software ausschließlich auf Google-Telefonen. Da Android jedoch eine Open-Source-Plattform ist, stehen die Quellcodes dieser APK Drittentwicklern zur Verfügung. Auf diese Weise nehmen diese Entwickler einige Optimierungen vor, damit auch andere Android-Benutzer diese erstaunlichen Funktionen nutzen und die Kameraqualität problemlos auf die nächste Stufe heben können. Mittlerweile entwickeln verschiedene Gruppen diese APK-Dateien, die wir im nächsten Abschnitt behandeln werden. Google Kamera versus Realme GT Neo 6 Kamera. Es besteht kein Zweifel, dass die Realme GT Neo 6 Kamera nicht so schlecht ist, da sie eine große Auswahl an Funktionen, Filtern und Modi bietet, sodass Benutzer die Kameraqualität in gewissem Maße optimieren können. Allerdings kann es von Zeit zu Zeit nicht in der Lage sein, die Standards einiger Leute zu erfüllen. Sie werden Körnigkeit und Rauschen im Hintergrund bemerken, was letztendlich das Gesamterlebnis beeinträchtigt. Wie wir alle wissen, ist das Softwareende viel wichtiger als die Anzahl der Objektive, die das Telefon bietet. Pixel-Telefone haben in den letzten Jahren bewiesen, dass Objektivanzahl und Megapixel keine große Rolle spielen. Selbst ihre neuesten Kreationen, wie das Pixel 8 und 8 Pro, verfügen auf der Kamerainsel nur über Standardobjektive. Aber selbst dann konnten sie sehr gute Details mit ordentlichem Kontrast und lebendigen Farben liefern. Aus diesem Grund bevorzugen viele Menschen Google Kamera für das Realme GT Neo 6, da es all diese großartige Software ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren bietet. Darüber hinaus erhalten sie bessere Kameraergebnisse mit sehr flüssigen Bildern bei Tageslicht und bei schlechten Lichtverhältnissen. Daher kann G-Cam komfortablere Optionen in Betracht ziehen als die Standard-Kamera-App.
Empfohlene GCam-Version für Realme GT Neo 6. Es gibt viele Entwickler, die an GCam-APK für Realme-Geräte arbeiten. Aber die Auswahl eines davon kann eine schwierige Aufgabe sein. Aber machen Sie sich über dieses Problem keine Sorgen. Denn wir haben eine kurze Liste der besten Google-Kamera-Anschlüsse für Ihr Realme GT Neo 6, sodass Sie sie einfach herunterladen und diese erstaunlichen Funktionen ohne weitere Verzögerung genießen können. Im nächsten Teil haben wir einige der beliebtesten und am einfachsten kompatiblen GCam-Varianten besprochen, die Sie problemlos auf Ihr Realme-Smartphone herunterladen können. BSGGCam-Portierung. Mit dieser Version erhalten Sie eine großartige Kamera-App, die mit Android 14 und niedriger kompatibel ist und gleichzeitig viele andere Geräte unterstützt. ANOVA 8G 2G Cam Port. Die Entwickler-APK-Versionen erfreuen sich in der Community großer Beliebtheit und Sie erhalten auch häufige Updates für die App, sodass Sie diese einzigartigen Funktionen problemlos genießen können. Großartiger GCam-Port. Mit dieser Variante erhalten Benutzer von Realme-Smartphones eine gute Kompatibilität und eine stabile RAW-Zusammensetzung. Daher ist es eine Empfehlung wert. Laden Sie den Google Camera Port für Realme GT Neo 6 herunter. Wir haben immer gesagt, dass es keine perfekte APK oder Konfiguration gibt, die für jedes Telefon am besten funktioniert. Aber im Fall des Realme GT Neo 6 haben wir eine der besten Optionen ausgewählt, die gut zu Ihren Kameraeinstellungen passt. Wir persönlich bevorzugen die GCam Mods BSG und ARMOVA 8G 2 für das Realme GT Neo 6. Sie können aber auch andere Optionen erkunden, um ein logischeres Verständnis der Kernfunktionen zu erhalten. Wie installiere ich Google Camera APK auf Realme GT Neo 6? Sie erhalten das Paket im APK-Format, sobald Sie GCam auf Ihr Realme GT Neo 6 Smartphone herunterladen. Der Installations-Prozess findet normalerweise im Verborgenen statt. Wenn Sie eine App aus dem Play Store installieren. Die manuelle Installation der App ist jedoch eine ganz andere Sache. Hier sind also die grundlegenden Schritte, um mit der Verwendung dieser APK-Datei zu beginnen. Gehen Sie zur Dateimanager-App und öffnen Sie sie. Gehen Sie zu Ihrem Download-Ordner. Klicken Sie auf die GCam-APK-Datei und tippen Sie auf Installieren. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen zur Installation der APK. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Öffnen Sie abschließend die App, um die erstaunlichen Kamerafunktionen zu genießen. Ruhm! Sie haben den Vorgang abgeschlossen und es ist Zeit, diese tollen Vorteile anzubieten. Wenn der Installationsvorgang abgeschlossen ist, Sie die Anwendung jedoch nicht öffnen können, können Sie diesen Anweisungen folgen. Gehen Sie zur App. Einstellungen. Greifen Sie auf die Anwendung zu und sehen Sie sich alle Anwendungen an. Suchen und öffnen Sie die Google Kamera App. Tippen Sie auf Speicher und Cache nach rechts weisender Pfeil Speicher und Cache löschen. Wenn dies nicht funktioniert, kann der Installationsfehler folgende Ursachen haben. Sie haben die Google Kamera App bereits auf Ihrem Telefon installiert. Entfernen Sie sie, bevor Sie eine neue Version installieren. Überprüfen Sie die Kamera 2 API-Unterstützung auf Ihrem Realme GT Neo 6 Smartphone-Modell. Das Realme GT Neo 6 Smartphone verfügt nicht über das ältere oder neueste Android-Update. Aufgrund des veralteten Chipsatzes ist die App nicht mit Realme GT Neo 6 kompatibel. Was weniger wahrscheinlich ist, einige Anwendungen erfordern den Import von XML-Konfigurationsdateien. Schritte zum Hochladen, Importieren von XML-Konfigurationsdateien auf Realme GT Neo 6. Einige GCam-Mods unterstützen nahtlos .xml-Dateien, was den Benutzern normalerweise großartige Einstellungen für eine bessere Nutzung bietet. Im Allgemeinen müssen Sie diese Konfigurationsdateien je nach GCam-Modell erstellen und manuell zum Dateimanager hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise GCam 8 installiert haben,
lautet der Dateiname Config 8, während er für die GCam 7 Version Config 7 lautet und für ältere Versionen wie GCam 6 nur Configs. Sie werden diesen Schritt besser verstehen, wenn Sie die bereitgestellten Anweisungen befolgen. Verschieben wir also die XML-Dateien in den Konfigurationsordner. Erstellen Sie einen GCam-Ordner direkt neben Ihren DCIM, Download und anderen Ordnern. Nehmen Sie sekundäre Ordnerkonfigurationen basierend auf der GCam-Version vor und öffnen Sie sie. Verschieben Sie die XML-Dateien in diesen Ordner. Melden Sie sich nun bei der GCam-Anwendung an. Doppelklicken Sie in den leeren Bereich direkt neben dem Auslöser. Wählen Sie die Konfiguration .xml-Datei aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Unter Android 11 oder höher müssen Sie die Option Verwaltung aller Dateien zulassen auswählen. Manchmal muss man den Vorgang zweimal durchführen. Wenn keine Fehler auftreten, wird die Anwendung neu gestartet und Sie können die zusätzlichen Einstellungen nutzen. Andererseits können Sie das GCam-Einstellungsmenü erkunden und zur Konfigurationsoption gehen, um .xml-Dateien zu speichern. Wie verwende ich die GCam-App auf dem Realme GT Neo 6? Grundsätzlich muss man zunächst GCam herunterladen und installieren. Und wenn dann Konfigurationsdateien für das Realme GT Neo 6 verfügbar sind, kann man es auch über die Google Kamera App zum Starten bringen. Wenn Sie mit den Standardeinstellungen einverstanden sind, empfehlen wir Ihnen, die XML-Dateien in den Konfigurationsordner zu importieren. Nachdem Sie nun die gesamte Einrichtung abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, in die erweiterten Funktionen und coolen Modi dieser erstaunlichen App einzutauchen. Öffnen Sie einfach die App und klicken Sie mit Hilfe der besten Key-Software-Techniken auf Fotos Ihrer Lieben. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Modi wie Porträtmodus, HDR+, AR-Sticker, Nachtsicht und viele mehr. Vorteile der Verwendung der GCam-Anwendung. Erhalten Sie vielfältigere Funktionen mit fortschrittlicher Key-Technologie. Verbessern Sie Ihre Fotos im Nachtmodus mit der speziellen Nachtsichtfunktion. Erhalten Sie beeindruckende Farben und Kontraste in jedem Kurzfilm. Eine Bibliothek, die sich dem Augmented Reality-Element widmet, um Spaß zu haben. Bessere Details bei normalen Aufnahmen mit entsprechender Sättigung. Nachteile. Es ist schwierig, die richtige GCam für Ihre Bedürfnisse zu finden. Nicht alle Google Kamera Anschlüsse bieten alle Funktionen. Für zusätzliche Funktionen müssen Sie XML-Dateien vorbereiten. Manchmal werden Fotos oder Videos möglicherweise nicht gespeichert. Die App stürzt ab und zu ab. Häufige Fragen. Welche GCam-Version sollte ich für Realme GT Neo 6 verwenden? Es gibt keine Faustregel für die Wahl der GCam-Version. Aber eines sollten Sie bedenken. Google Kamera funktioniert stabil mit Ihrem Realme GT Neo 6 und es spielt keine Rolle, ob es sich um eine ältere oder neuere Version handelt. Entscheidend ist lediglich die Kompatibilität mit dem Gerät. Kann GCam APK nicht auf Realme GT Neo 6 installiert werden? App nicht installiert. Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie die App nicht installieren können. Zum Beispiel, weil GCam bereits auf Ihrem Realme GT Neo 6 installiert ist. Eine inkompatible Version mit der Android-Version oder ein beschädigter Download. Kurz gesagt, holen Sie sich den richtigen Google-Kamera-Anschluss für Ihr Realme-Telefon. Stürzt die GCam-App direkt nach dem Öffnen auf dem Realme GT Neo 6 ab? Die Telefonhardware unterstützt GCam nicht. Die Version ist für ein anderes Telefon konzipiert. Verwendet falsche Einstellungen? Kamera 2 API ist deaktiviert. Nicht kompatibel mit der Android-Version? GAP ist nicht aktiviert und einige andere Probleme. Stürzt die Google Kamera App nach dem Aufnehmen von Fotos auf dem Realme GT Neo 6 ab? Ja, die Kamera App stürzt auf einigen Realme Telefonen ab, wenn Sie bewegte Bilder nicht in den Einstellungen deaktivieren. In einigen Fällen, je nach Gerät, schlägt die Verarbeitung fehl und die App stürzt ab.
Schließlich ist GCam möglicherweise nicht mit Ihrem Realme GT Neo 6 kompatibel. Suchen Sie daher nach einer besseren Option. Sie können in GCam auf dem Realme GT Neo 6 keine Fotos, Videos ansehen. Im Allgemeinen werden Fotos und Videos in der Stock-Galerie-App gespeichert und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie keine bewegten Bilder unterstützen. In diesem Fall müssen Sie die Google Photos App herunterladen und als Standardgalerieoption festlegen, damit Sie GCam Fotos und Videos jederzeit auf Ihrem Realme GT Neo 6 ansehen können. Wie verwende ich Astrofotografie in Realme GT Neo 6? Abhängig von der Version von Google Camera verfügt die App entweder über eine erzwungene Astrofotografie in der Nachtszene, auch bekannt als Nachtmodus. Oder Sie finden diese Funktion im GCam-Einstellungsmenü des Realme GT Neo 6. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon stabilisieren oder verwenden Sie ein Stativ, um Momente zu vermeiden. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem guten Video sehen.